Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten Overwatch-Video, heute ohne Webcam, denn sie will einfach ums Verrecken nicht erkannt werden. Wisst ihr, ich benutze sie Jahrzehnte, also seit einem halben Jahr, und OBS zeigt auf einmal einen schwarzen Bildschirm an. Ich habe keine Ahnung. In einem Webcam-Programm geht's ja einfach, also da geht's ja an. Ich brauche jetzt geschwind was und ich dachte mir, OBS, leck mich doch gerade mal am Ärmel. Ich mache das jetzt ganz gemütlich hier. Oh, guck mal, wie er stehen bleibt und seine Cheats anmacht, er keine Sackery. So. Warum bleibt man in so einer Situation stehen? Am Spawn, okay. Aber wirklich direkt... Oh, was war das denn? Was war das, mein Freund? Hä? Ich meine, gut, sie sind noch im Warm-up, okay. Aber... Was? Es war jetzt kurz schwierig, also... Jetzt am Ende hat er gewackelt, so... Ah, nein, hin und her. Aber ich glaube, er wollte hiden, dass er kurz davor... gelockt war zu arg mit seinem Aimbot. Oder? Oder habe ich das einfach falsch gesehen, falsch gedeutet? Es schien so. Er wollte noch kurz irgendwas machen, lenkt aber weg und dann hat es rumgewackelt. Oh, er hat noch einen Headshot gemacht eben. Er hat auf die Füße von dem anderen gezielt und trifft den im Hintergrund in den Kopf. Also entweder unglaublich lucky, der Boy, oder, dann doch irgendwas nicht so ganz koscher hier im Busch, ne? This is the end. Naja, so sieht's aus. Mal gucken, ob jetzt dann im richtigen Spiel was passiert. Also, was heißt im richtigen Spiel? Eben nicht im Warm-up. Aber das... Waren das jetzt schon zwei Aktionen, die wir zählen könnten? Also vor allem dieses erste Rumwackeln, bevor er eindeutig mit der Maus gewackelt hat. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was noch so passiert. Ihr wisst ja gerade, wenn man das eben live, wenn man das halt einfach macht, Overwatch, und jetzt auch in einem Video drüber macht und da viel erzählt. Ah. Okay. Alles klar, gut, ich weiß schon, was er auf jeden Fall bekommt. Also der Grief ist ihm sicher und der Aimbot wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich haben die sofort gesagt, Aimbot, Pisser, verpisst ihr aus unserem Team, und er hat ihn dann einfach abgeknallt. Was ich sagen wollte, wenn man das aufnimmt und dann auch wirklich so darüber spricht, wie man das eben so macht als YouTuber, dann spricht man sich irgendwann in etwas rein. Er hat noch einen Headshot gedrückt eben, alles klar. Dann spricht man sich in Dinge rein manchmal, also man verhärtet selbst einen Verdacht, der vielleicht gar nicht vorhanden ist. So wie in der Diskussion mit Leuten, wo dann jemand immer sagt, aber wir müssen da genau drauf achten. Obwohl es vielleicht gar nicht so ist, achtest du darauf dann sehr und sprichst dich wirklich rein. Natürlich kann es genauso auch in die andere Richtung gehen. Also du sagst dir selbst einfach, ob das jetzt wirklich, stimmt das jetzt, was ich da gesehen habe? Lirum larum. Da muss man aufpassen. Oh, es gab eben noch einen Teamkill. Die sind wohl schon richtig mad oder sowas, keine Ahnung, oder bescheuert, durchgepeitscht. Natürlich kann man jetzt auch sagen, es sind vielleicht sogar Freunde, die sich gegenseitig killen. Ja gut, aber dennoch, nichtsdestotrotz, ich kann es in dem Moment ja nicht wirklich wissen, und es sah dann doch ziemlich gewollt aus. Also es war jetzt nicht so, haha, am Ende der Runde den Mate in den Arsch geneift, dass er stirbt, sondern wirklich vorhin direkt am Anfang der Runde einfach zwei oder dreimal in den Kopf, und das war's. Also das kriegt auf jeden Fall Grief von mir zu 100%. Sowas macht man einfach nicht. Sowas ist bescheuert. Andere Dinge sind völlig verständlich, auch wenn man jemanden aus Versehen anschießt oder aus Versehen killt. Also ich habe gerade die letzten Spiele über doch einige Teamkills sammeln können, weil ich... Also entweder laufen die Mates mir auch wirklich total bescheuert vor der Flinte rum, oder eine Nate verirrt sich halt auf einen oder zu einem Mate, der jetzt nicht mehr so viel Life hat. Aber ja, wirklich so richtig niedergeschossen, das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Das, ja. Naja. Also ich würde sagen, den Aimbot, den hat er sicher, und den Grief auch. Er aimt auch sonst so total lullimäßig, die ganze Zeit so richtig niedrig. Also, wenn es jetzt ein Global wäre zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Global so niedrig aimt, so generell so aimt, wie er aimt. Wartet mal kurz ab. Aha, okay, gut. So. Alles klar, mein Freund. Aber merkt ihr, ich spreche mich jetzt schon wieder da rein. Also, beziehungsweise da raus. Weil man will natürlich nicht irgendwie einen guten Spieler einfach verurteilen, weil er halt gut ist, ne? Und dann heißt es auch wieder aus dem Publikum, ja, aber hast du nicht gesehen bei 2 Minuten 30, wie er da gespielt hat? Das war eindeutig Aimbot. Dann schreiben 5 andere, was labert ihr? Und 10 andere schreiben, doch. Ja, es ist nicht so leicht. Das ist wirklich kein... Oh, wie er ihm... Hat er ihm gerade eben durch die Wand schon auf den Kopf geaimt? Ich möchte zurückspulen können, verdammte Scheiße. Also ich hätte schwören können, er hat ihm eben
so ein bisschen auf die Rübe geaimt schon, so durch mehrere Wände hindurch. Durch den Boden. Und sonst aimt er wie eine Kartoffel. Guckt euch das mal an. Totales Potato-Aim. So, da kommt jetzt einer. Okay, schön, die Fresse poliert. Aber es könnte jetzt auch noch völlig in Ordnung gegangen sein. Also, sowas kann man ja easy machen. Warum dreht er sich? Achtung, pass auf, da unten. Also, er sieht ihn auch schon, ne? Er weiß, dass er da kommt. Also, ich... Gut, der Mate hat ihn vielleicht angesagt. Der Mate könnte ihn natürlich angesagt haben hinten bei B. Das habe ich nicht im Blick gehabt. Aber einfach, weil er grieft oder eben ein Teamkill gemacht hat, hat er jetzt... habe ich ihn auf dem Kicker auf jeden Fall. So ist es ganz klar. Guck mal, wie er überhaupt nicht reagiert. Schön auf die Rübe, mein Freund. Ha. Ah, ist einfach dumm, dass man nicht zurückspulen kann. Ich würde mir gerne diese zwei, drei Punkte anschauen, wo ich vorhin für den Aimer gesprochen habe. Weil ich jetzt, gerade eben, das war ja auch eher normal auf den Kopf geaimt, als jetzt irgendwie, zack, und die Rübe war weg. Das sind diese Fälle, die anfangs gar nicht uneindeutig aussehen, na? Aber dann doch kurzzeitig eindeutig sind und jetzt aber wiederum so schwimmen. Wow, er kriegt einfach von seinem Mate in die Fresse geschossen. Guck mal da. Welcher war denn das jetzt? Das habe ich, Das war wieder dieser Frog, oder was? Ach, keine Ahnung. Das ist einfach eine Gurkentruppe. Das ist so eine verschissene Gurkentruppe. Wir haben letztens auch einen gehabt, der kam ins Spiel rein und er sagt, glaubt nicht, dass ihr mit mir gewinnt. Einfach schon so von vornherein, weil er halt, ne, ein Bastard ist und griefen wird und hin und her. Das ist halt einfach der Abfuck des Jahrtausends. Warum leben solche Menschen überhaupt? Jetzt spielt er halt vollkommen normal. Das ist schwierig da irgendwie. Ohoho. Ha, was würdet ihr an dieser Stelle jetzt sagen? Schreibt mal jetzt, genau jetzt rein. Nicht später, wenn ich mich entschieden habe oder so, sondern genau jetzt, was ihr jetzt gerade vermutet. Nichts, Aimbot, oder, naja, nichts oder Aimbot. Warlock, lass mal beiseite kommen. Das ist jetzt nicht so extrem wichtig. Es war jetzt vorhin eine Verdächtige, obwohl er gerade alle drei schön im Blick hatte, ne? Also, wer schaut, stimmt eigentlich, wer schaut so an die Wand? Keine Sau. Niemand schaut so an die Wand. Close und dann frontal in die Wand rein. So, Shot kam einer, hat sich vor dem jetzt hier versteckt. Der Warlock verdichtet sich auch gerade so ein bisschen. Das macht doch eigentlich niemand, oder? Sich da an die Wand zu stellen und nach da in die Wand reinzugucken. Das macht man doch nur, wenn man auch was sehen kann. Durch die Wand. Pass mal auf, wie er jetzt aimt. Er hört den einen da kommen. Na. Das ist noch normal. Klar, der Mate hat auch gerade gegen ihn gekämpft. Unten ist noch einer, bei Ding ist noch eine Richtung. Ja, auf Mitte ist noch einer und eine Richtung B. Kann er da vielleicht... Er weiß schon echt hart! Ja, okay, gut. Hat er ihn steppen gehört? Hat er ihn steppen gehört gerade? Hat sein Mate ihn angezeigt? Ha, naja, also ich würde ihm gerne Aimbot, Warlock und Grief drücken. Das wäre jetzt meine Auswahl bei ihm im Moment. Ja. Auch wenn jetzt dann vielleicht einige sagen, das ist ein Global-Mann, Alter. Der hat einen Gaming-Schuh, der hat einen Gaming-Teppich, der hat eine Gaming-Frisur. Aber nein. Selbst mit Gaming-Toupee kann man, glaube ich, nicht... Kann man... nein. Ah! Mal schauen. Guck mal, wie er wieder aimt. Habt ihr gesehen, wie er gerade hier an die Wand geaimt hat? Wer macht denn sowas? Man guckt doch direkt irgendwo hin, aber man guckt nicht an die Wand, um den auf B noch schön sehen zu können. Und dann trotzdem noch das periphere Sichtfeld auf den da links zu lenken. Also, nee, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall mal hier schön bestrafen. Griefing zu 100% und Aim... Vision. Vision hat er schon gehabt, oder? Ich finde, das hat man jetzt zum Ende hin dann nochmal ein bisschen gesehen. Einfach wie er... geaimt hat, so aimt man nicht, also auch nicht als Kacknoob, da aimt man eher auf dem Boden, wie dass man sich an eine Wand stellt und so einfach sitzt und in die Wand reinguckt. Nicht so ein bisschen nach rechts, um auch reagieren zu können, falls da einer kommt, sondern wirklich in die Wand hinein. Ich drücke ihm das jetzt, vielleicht sind einige nicht wirklich damit einverstanden, aber es muss jetzt einfach sein. Der ist wirklich der König. Ne, er ist nicht der König der Cheater gewesen, auf gar keinen Fall. Das war wirklich, Naja. So, ich, ja, hier wenn ich so sicher, also, keine Ahnung, Bunny Hop oder sowas, da achte ich ja nie drauf, ist ja bescheiden, ne? Ich fand es ziemlich nice, wie sich tatsächlich ich glaube, eine Person hat sich wirklich aufgeregt. Ich dachte, man merkt es vielleicht, dass es mit diesem Bunny Hop, jetzt speziell bei der einen Folge, wo ich ihn am Anfang reingeschnitten habe, so ein kleiner Gag war, aber so ich glaube, einer oder sogar zwei sind echt so, du bist doch blind oder was, da hat Bunny gehoppt, hi!
Ich meine, also, ja, ich dachte, man merkt, wenn ich direkt am Anfang reinschalte, diese bunny gehoppte Stelle, dass ich da so einen Scherz gemacht habe über mich und so. Na gut, die Leute sind halt wie sie sind, nicht wahr? Naja, soweit so gut. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank für die ganzen Däumchen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich wink gerade, weißt du, die Kamera ist gar nicht da und ich wink. Shit, Angewohnheit. Alles klar, bye.